Oh, weia. Offenbar seid ihr vollständig von uns umzingelt, nicht wahr? Schluss mit dem Geplänkel. Bringen wir die Sache zum Abschluss. Los, Jungs, auf sie mit Gebrüll! Nicht so schnell! Nanu? Wer ist denn das? Wer bist du denn? Viridium! Viridium? Ladiantri, sagtest du nicht eben noch, dass Imolga und seine Freunde umzingelt sind? Aber schau dich doch einmal um. Wer ist denn hier umzingelt? Strepoli! Strepoli! Und die beiden Praktibike! Hey ihr, Gebrüder Galliantri! Kiano und Kaelin sind meine Stammkunden, habt ihr verstanden? Sollte ihnen etwas zustoßen, wird euch etwas teuer zu stehen kommen. Lasst euch das gesagt sein. Ihr solltet euch schämen, Dummisels Gutgläubigkeit auf diese arglistige Weise auszunutzen, um ihn hierher zu locken. Widert euch euer Anblick, euer eigener Anblick im Spiegel eigentlich nicht an? Ihr seid wirklich das Letzte. Pah! Als ob ihr gegen euren bunt zusammengewürfelten Haufen den Kürzeren ziehen würden. Freunde, sie greifen an. Denen werden wir eine Lektion erteilen. Uah! Wow! Okay, es sind so viele. So viele Gegner. Scheiße. ADAP fühlen sich auf jeden Fall auf. Interessant. Ist gut zu wissen. Ja, Leute, ich habe mich dazu entschlossen, noch einen weiteren Part aufzunehmen. Falls ihr es noch wisst vom letzten Part. Ich war sehr verwirrt. Es war ein sehr interessanter Part, fand ich. Oh Gott. Auf seine eigene Art und Weise total interessant, aber sehr verstörender Part, würde ich mal sagen. Weil ich die Treppe nicht gefunden habe. Ich möchte auch nicht weiter darauf rumreiten. Es war ein echt trauriger Moment für mich. Hä, das ist doch... Da ist doch überall eine Sackgasse. Da gibt's gar keine Treppe auf dieser Ebene. Ich halte es nicht aus. Wo ist diese Treppe? Jetzt schon wo? Lang. Du hast da unten rechts noch gar nicht geguckt. Da ist noch ein Weg frei. Nein, ist er nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Aber gut. Lassen wir das einfach so stehen, ja? Expeditionstipp! Ein Pokémon im Zustand Gift nimmt nach und nach Schaden. Obendrein regenerieren sich seine KP nicht wie üblich, wenn es sich fortbewegt. Ist ein Heilsam oder begib dich auf die nächste Ebene, um diesen Zustand loszuwerden. Okay. Ich sollte diesen Zustand wirklich los sein. Könnt ihr mal aufhören, jetzt alle anzugreifen? Das ist ja total anstrengend. Gut, dass ich den paralysiert habe. Heilsamen, Heilsamen, Heilsamen. Diese dramatische Musik passt gerade nicht zu meiner Laune. Da, ich habe doch einen Heilsamen. Essen. Ich bin doch vergiftet, oder? Oder? Ich glaube, ja. Hä? War ich nicht? Scheiße, bin ich dumm. Leute, das tut weh. Das tut richtig weh. Wie kann man so dumm sein? Oh, scheiße. 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 Ah. Das tut richtig weh. Das schmerzt gerade in meinem Herzen. Meine Dummheit ist heute wirklich nicht zu übertreffen. Ah, ich weiß nicht, ob man das noch verpeilt nennen darf. Also, es ist wirklich dumm. Aber ich habe doch bestimmt eine Beere, die auch... Ach, Quatsch. Nee, das war doch... Heilbrand. Hä, welche Beere war denn nochmal gegen Gift? Ja, Pirsifbeere, danke. Anstatt da... Ich guck auf die Statusberichte und sehe nicht irgendwie, dass da... steht vergiftet und dann dachte ich so, okay, dann war ich das wahrscheinlich. Und dann leuchtet er einfach lila. Wie blind kann man denn sein? Ach, ja.
Kajalein, das ist so traurig. Warum nenne ich mich jetzt selber Kajalein? Wie sieht es bei denen da oben aus? Die scheinen eigentlich ganz strong zu sein da oben. Kann ich nicht tauschen mit dem Olga oder so? Okay, kann er anscheinend nicht. Ach, sind die alle paralysiert da oben? Okay. Uff. Ah. 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 Kit. Rette sich weg, Herrn. Wartet, ihr rückgratlosen Schwächlinge. Lasst uns hier nicht einfach so zurück. Ah. Gewonnen! Wir haben tatsächlich gegen die Schufte gewonnen! Das sollte diesen Gaunern eine Lehre sein! Super! Aber eine Sache verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Viridium, Strepoli und Praktivike, wie kommt es, dass ihr alle hier seid? Das habt ihr allein unserem liebenswerten Viridium zu verdanken. Sie hat uns gesagt, dass Dummiesel in Gefahr ist. Viridium hat euch zu Dummiesels Rettung gerufen? Nun, ich habe euch beide gesehen. Ich sah euch mit Morlord reden. Ich habe selbstverständlich nicht alles verstehen können aus der Entfernung. Aber es hat gereicht, um eins und eins zusammenzuzählen. Ich verstehe. Es ist endlich vorüber. Dummiesel, geht es dir auch gut? Ja, ihr habt mich gerettet, aber ich war naiv genug zu glauben, auf diese Weise stärker werden zu können. Und so bin ich diesen Halunken auf den Leim gegangen. Oh, was bin ich nur für ein Versager. Red doch keinen Unfug. Die sind doch unterwegs bereits Zweifel an ihrer Geschichte gekommen. Man könne im Handumdrehen stark werden, oder? Ansonsten hätten sie sich wohl kaum mitten im Niemandsland mit dir prügeln wollen. Wer weiß, wie der Kampf auf ihrem Terrain ausgegangen wäre. Doch zum Glück bist du ihnen ja nicht so weit gefolgt. Und außerdem hast du im Kampf keine kalten Füße bekommen, sondern tapfer bewiesen, was in dir steckt. Hut ab, Dummiesel. Vor dir können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Von, meint natürlich. Molga. Bitte verzeih mir. Dass du um jeden Preis stärker werden wolltest, ist ganz allein meine Schuld. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber die Welt ist voller arglistiger Gesellen, die danach trachten, schwachen Pokémon übel mitzuspielen. Hinzu kommt noch, dass du eben ein äußerst leichtgläubiges Pokémon bist. Und als solches wirst du es in dieser Welt nicht leicht haben. Hast du deine Lektion für dieses Mal gelernt? Man darf anderen nicht einfach so blind vertrauen, verstanden? Meinst du wirklich? Ich stimme dir zwar zu, wenn du sagst, dass man nicht einfach jedem dahergelaufenen Pokémon blind vertrauen sollte, aber das bedeutet doch umgekehrt noch lange nicht, dass man niemandem mehr vertrauen darf. Ist es denn grundsätzlich falsch, anderen Vertrauen zu schenken? Bedauerlicherweise wimmelt es heutzutage nur so von unehrlichen Pokémon, die Böses im Schilde führen. Aber wie soll sich denn je etwas ändern, wenn keiner den ersten Schritt wagt und auf andere zugeht? Nun, es ist kein Geheimnis, dass es Dummiesel an Kraft fehlt. Es ist schwach. Aber er lässt sich nicht unterkriegen und er glaubt an das Gute im Pokémon. Und der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Anderen Vertrauen schenken, das zeichnet für mich wahre Stärke aus. Das ist zumindest meine Überzeugung. Keanu. Aus diesem Grund wollte ich dich, Dummiesel, und auch dich, Emolga, fragen, ob ihr Interesse hättet, unserem Team beizutreten. Wie bitte? Eurem Team beitreten? Genau. Ich möchte nämlich ein Paradies für alle Pokémon schaffen. Ein Paradies für alle Pokémon? Wir werden gemeinsam allerlei Abenteuer bestreiten und auch viele Schätze finden und so ein
ereignisreichen Tag nach dem anderen miteinander verbringen. Das ist in wenigen Worten mein Traum von einem Paradies für alle Pokémon. Wow. Doch um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, brauche ich Freunde. Freunde wie euch beide zum Beispiel. Siehst du das nicht auch so, Kaylin? Keine Frage, klar. Bist du dir auch ganz sicher? Willst du jemanden wie mich wirklich zum Freund? Aber gewiss doch. Nun, wenn dem so ist, ja, dann möchte ich unbedingt dein Freund sein. Tja, was soll ich sagen? Solange Domise einverstanden ist, bin ich auch mit von der Partie. Klasse! Vielen Dank, ihr zwei. Kaylin, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, unsere ersten Freunde zu finden. Gott, das klingt so traurig. Das klingt so traurig. Okay. Kaylin, Keanu, ich werde mein Bestes geben. Erschaffen wir gemeinsam ein Paradies auf Erden. Tja, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich werde ebenfalls alles geben. Auf ins Abenteuer. Entschuldigung, verzeiht bitte, dass ich euch unterbreche, aber ich würde euch auch gerne um einen Gefallen bitten. Dürfte ich eurem Team wohl ebenfalls beitreten? Wie bitte? Unsere bezaubernde Viridium will dem Team von Kaylin beitreten? Hä? Was soll denn das auf einmal? Hast du nicht allen zu verstehen gegeben, dass du keine Freunde haben willst? Mal hü, mal hot, wie? So ganz nach Lust und Laune. Wenn du nur hergekommen bist, um uns auf den Arm zu nehmen, dann nein, danke. Euch auf den Arm zu nehmen? Okay, ich verstehe natürlich, dass sich euch dieser Eindruck aufdrängen mag. Ich möchte mich nicht herausreden oder mein Verhalten entschuldigen. Aber würdet ihr mich dennoch als neues Mitglied in euer Team aufnehmen und akzeptieren? Danke! Ich für meinen Teil bin bedient. Von mir aus kannst du die Kurve kratzen. Los, Keanu! Sag ihr, dass für jemanden wie sie kein Platz in unserem Team ist. Ich sehe kein Problem. Willkommen im Team! Was? Weshalb gestattest du dieser launischen Zimtzicke, unserem Team beizutreten? Ich werde das nicht dulden, niemals. Sag ihm, dass ich recht habe, Dummiesel. Du willst sie doch genauso wenig im Team haben wie ich, stimmt's? Nun, wie soll ich sagen? Oh. Das darf doch alles nicht wahr sein. Also wenn du wirklich Teil unseres Teams werden möchtest, dann musst du uns vollkommen vertrauen, hörst du? Wir müssen uns aufeinander verlassen. Hältst du das für möglich? Ich werde mein Bestes geben. Damit wäre die Sache geklärt. Von heute an gehört Viridium zu unserem Team. Dankeschön. Tickst du noch ganz richtig, Keanu? Ich habe doch ganz klar Nein gesagt. Jetzt sei doch nicht so. Was willst du denn überhaupt mit der in unserem Team? Entschuldigung. Es war für mich halt das erste Mal, dass jemand mein Freund werden und dem Team beitreten wollte. Ich war so glücklich darüber, dass ich gar nicht weiter nachgedacht habe. Also, ehrlich, ich habe selten eine dämlichere Erklärung gehört. Nun gut. Es hat ganz den Anschein, als hätten sich die Gemüter meinetwegen ein wenig erhitzt. Aber ich bin dennoch froh, ihrem Team fortan mit Rat und Tat, jetzt seid doch mal ruhig, zur Seite stehen zu können. Dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Heimweg machen. Strepoli? Ja, meine Liebe. Weißt du noch, was du mir vorhin gesagt hast? Viridium suchte Strepoli auf, um ihn zu bitten, Dummiesel zu retten. Was, Dummiesel? Ich habe verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Boss, wir kommen auch mit.
Meine Güte, warum muss er immer jedem sofort vertrauen? Er ist in der Kargschlucht. Folgt mir schnell dorthin. Nicht so schnell. Meine liebe Viridium, du scheinst den Glauben an diese Welt zwar schon fast verloren zu haben, aber lass dir eines gesagt sein. Kaelin und Keanu allein sind... Nun ja, wie soll ich sagen? Man darf die beiden nicht unterschätzen. Ich war genau wie du, meine Kleine. Ich hatte den Glauben an das Gute verloren. Im Unterschied zu dir jedoch habe ich den Bogen überspannt und... und Dinge gemacht, auf die ich beileibe nicht stolz bin. Um genau zu sein, war ich noch bis vor kurzem ein ziemlich mieser Schuft. Aber all das ist nun vorbei. Seit ich diese beiden kleinen Racker begegnet bin, hat sich meine Sicht der Dinge grundlegend verändert. Jedes Mal, wenn ich die beiden ansehe, dann überkommt mich das Gefühl, dass diese Welt doch noch eine zweite Chance verdient hat. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du mir damals sagen wolltest. Hä? Das soll ich gesagt haben? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Du bist ein schlechter Lügner. Aber was soll's. Nun, ich hatte zwar nicht vor, mich länger als nötig in Raststadt aufzuhalten, aber andererseits hätte ich nichts dagegen, noch etwas länger hier zu bleiben. Wenn ich hier bleiben sollte, würde ich es vielleicht finden. Dieses besondere Etwas, nach dem ich suche.